Schlaft. Servus, Leute. Ich will euch mal was zeichnen. Weil sich gerade jetzt ein Vollender in Aktion da hinten raus. Irgendwo. Ich tue Grille. Mit mal. Oh, super. Guck. Da mache ich Feuer. So lege ich die Grillsache auf. Passt. Perfekt. Das wollte ich jetzt gar nicht zeichnen. Passt mal auf, wie der sich da oben ausrobben tut. Ich tue mal Draht zoomen. Das ist jetzt so ein Vollender. Ach gut, wackel ich wieder. So, da guck. Da war natürlich da hinten war der Traktor im Maischenhänger. Sieht man jetzt nicht den Maischenhänger. Da macht er mal die Zeile durch. Extreme Geräte sind das, sag ich da. Vielleicht wenn der Hund mal kerbschwert und ich habe die Zeit, kann ich auch mal ein Gräs, kann ich das mal genauer zeigen, wie das funktioniert. Doch ein bisschen ruhiges Händel für die Entfernung. Es war dann nichts Zeilen rein. Da ist innen drin, da sind so Stangen drin, die kloppen so fest an die Rebstück dran, dass die Traubenbeeren einfach abfallen. Die fallen dann unten in so eine Aufnahme rein. Und wie will ich sagen, wenn dann hochtransportiert in die Behälter oder das dann später abkippt. Ah, vielleicht kann ich das mal zeichnen. Später mal. Habe ich doch ein ruhiges Händel. Ich habe mein Stativ nicht bei Hand. Das wäre ein bisschen besser. Gucken, wie weit kommt man dran. Ah, schon eine immense Entfernung. Schwer zu filmen. Da werden auch Blätter rausgeblasen und alles. Da sind wirklich nur Trauben im Behälter drin sind. Und die Kinder wirklich am Berg fahren. Jetzt sehe ich auch gleich, wie weit ich davon weg bin. Also ich gehe jetzt mal auf meine Sichtposition, dass ich doch ein ruhiges Händel habe. Also, in diesem Sinne Vollender. Ich werde noch irgendwas machen. Keine Ahnung. Weil man da hinten sieht, man Behälter. Ich tue nochmal Draht zoom und dann Video aus. Wo ist er? Da ist er. Da hinten die graue Schale. Oh Jesus, jetzt aber. So, die graue Schale. Da fallen die Trauben rein, hinten ist es nochmal fetter Band. Da fallen praktisch die Blätter hinten raus. Ja. Das sind nur, glaube ich, nur 3 oder 4 Zeilen, was der Herbst schon tut. Soweit ich die Winzer da kenne. Dann gehen wir nochmal dran. Denn eine Niveauausgleichsregelung auf alle 4 Räfe. Läuft praktisch alles über Hydraulik. Ah, da sieht man es auch vorne. Die weiße Stäbe, wo an die Räwe kloppen. Ah, ich glaube, jetzt ist er fertig. Jetzt tut er, glaube ich, abladen oder was.
gucken wir mal. Ich bin zu weit weg. Wir sind vorne weg, was weiß ich. 300-400 Meter. Genau. Das war da mit dem Traktor, mit dem Maischewache hinten dran. Und dann kippt er die Behälter, kippt er ab sich. Oh, warte mal, andere Richtung. So. Jetzt macht das nächste, da geht das Ding auf. Da kippt er das raus. Wie gesagt, das waren ja 3 oder 4 Zeile, was der Winzer dort hat. Ich bin halt zu weit weg. Sorry fürs Wackler. Leer. Macht er zurück. Zack, das war's. Und dann fahrt er sein Ding. Da guck. Jeder ist glücklich und überlegt da so 3-4 Zeile mit 6-7 Leuten und vielleicht in 3-4 Stunden abkerbst. Das Video. Wir sind jetzt bei 6 Minuten 45. Jetzt. Bin nicht leer. Also, wenn er sich überlegt, was an der Leute bezahlen muss und überhaupt. So Ding rechnet sich schon. So, Vaterfahrt. Mit Sicherheit. Yes, das wackelt. Aber ich bin auch weit weg. Bin bei mir da am Grill. Wieder der Grill. Oder waren halt wirklich viel Traube drin gehangen. Das Ding. Aber ich glaube, da macht es einen Weg. Da fährt eine nächste Wingert, wo Kerbsch machen muss, wo er bestellt worden ist. Da fährt er jetzt einfach hin. Monstergeräte. Wie sagt man? Transformers. Und der Bauer, wo ist der? Keine Ahnung, da können wir hier mal kurz gucken. Vielleicht kommt er hier da vorbei gefahren mit seinem Maischewache. Ja, guck mal. Ah, da hinten steht er, glaube ich, noch. Tut sich noch nichts. Ja, so schnell kann man Wingert abherbschen. Da ist ja eh alles voll mit Wingert. Also von dem her kommt noch ein bisschen was beisammen. Wie da gewissen Sachen, wie da Kerbsch wird. Da wird auch mit der Hand noch Kerbsch, ne? Da war schon der Vollender drin. Wie man sieht, ich kann das mal zeigen, wie das aussieht. Der Schlachter dran mit den Dingen. Aber wie gesagt, wenn man einer durchfährt, richtig. Und ich kann da mal richtig filmen. Guck, da bleibt nur das Ding übrig. Die Trauben, die fallen dann runter und fallen in den Bottich rein. Da guck. So sieht es dann aus. Naja, so ist es halt in der Palz. Noch einmal. Allah, ich wünsche euch was in diesem Sinne. Tschüss. Da war dann noch Kerbsch. Nachbar. Grundstück hängt ja voll mit Traube. So herrlich. Es gibt einen guten Wein. Also, tschüss.